Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu Part 20 von unserem Dark Souls 3 Walkthrough. In dieser Folge hauen wir Aldridge um. Zur Boss-Taktik und den ganzen Sachen komme ich dann, sobald es soweit ist. Ist auf jeden Fall ein tricky Boss. Muss man einfach sagen. Ich kämpfe sehr, sehr ungern gegen ihn. Aber erstmal haben wir noch einen Eid, den wir beitreten möchten. Deswegen holt auf jeden Fall dieses Leuchtfeuer hier. Von hier aus gehen wir nochmal runter. Wir haben Seelen bekommen, warum auch immer. So. Geht die ganze Treppe runter und hier ist jetzt tatsächlich eine... jedes Mal. War schon cool. Also für die damaligen Verhältnisse, man kann auch genau wieder nachvollziehen, wo man lang gegangen ist. Ja, das liebe ich ja. Es freut mich jedes Mal, ich spiele schon so oft From Software Games, aber jedes Mal denke ich, boah, da bin ich gewesen, ja, da, oh, hier auch. Da hinten habe ich gegen diese Tänzer gekämpft und da bin ich dann zum Boss und da ist diese riesige Kirche. Ja. Abgefahren. Jedes Mal. Alright. Dann sprechen wir hier mit Joschka. Ich glaube Joschka, ne? I am Joschka. Joschka, genau. Und wollen dem Eid beitreten. Thou thinkst very. Thou journeyst far. Dünne Arme. Wow. To become a shadow, a blade. Wow. Die sind abgefahren dünn. Joschka. Oh, Klinge. Da, oh nee, das wollte ich nicht. Oh, if I can. Ja, wir können jetzt hier was geben, wenn ihr wollt, wenn ihr es hochziehen wollt. Ich glaube, hier ist wichtig, dass sowieso für Platin, gerade Joschka. Von hier aus müssen wir ein gutes Stück runterdroppen. Aber uns noch. Oh, no! Oh, das war knapp. Ich glaube, da bekommt man einen sehr wichtigen Ring für die Platin-Trophäe. Aber ja, sowieso. Platin habe ich nie geholt, einfach weil ich den Grind nicht so geil finde in solchen Games. In Sekiro ging's, weil dort musste man eh in New Game Plus 2, um das ganze andere abzuschließen. Und dabei hat man eigentlich automatisch die anderen Sachen gemacht und geschafft. Ja, das fand ich hier ein bisschen nervig jedes Mal. Ist halt einfach nichts für mich. Jetzt können wir weitermachen in Anor Londo. Übrigens, hier gibt es so viele schöne kleine Easter Eggs aus Dark Souls 1. Hat mich beim ersten Mal spielen sehr, sehr, sehr gefreut. Wirklich allein die Wendetreppe und ja, kommen wir gleich noch zu. Sehr traurig. Jetzt wollen wir den ersten Kollegen natürlich anlocken. Wir sollen uns mal nach unten folgen, bevor dann Kollege Nummer 2 kommt. Wie sieht's aus, Kollege Nummer 2? Ist noch nicht da. Jetzt kommt Kollege Nummer 2. Der war ein bisschen wild auch beim letzten Mal, ne? Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an dich. Und falls ihr für den Eid von Joschka farmen wollt, ihr könnt auch diese Dinger hier bei den beiden immer wieder farmen. Aber darauf hatte ich halt wirklich, wirklich, wirklich keinen Bock. Jetzt gehen wir erstmal oben rechts rum. Jetzt haben wir einen Dark Knight mit roten Augen. Und der kann richtig, richtig weh. Deswegen seid ein bisschen vorsichtiger als bei der Arbeit. Den kurz umknallen. Alright. Da haben wir hier eine große Seele. Gehen wir noch mal links rum. Hier ist tatsächlich nichts mehr in der Ecke. Da war auch noch mal eine Seele. Bap, bap. Dort ist nichts. Ihr könnt gerne gucken, aber da in der Ecke ist
kein einziges Item. Und hier unser Schmiedfreund. Der Arme. Hinterlässt uns Kohle des Riesen. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Beim ersten Mal. Aber gut. Die Welt dreht sich weiter, ne? Jetzt haben wir hier ganz viele Priester, die uns die ganze Zeit auf die Nüsse gehen mit Feuerbällen und wunderbaren Sachen, die einen einfach unglaublich nerven. Na, die um. Hat er seinen Kollegen gerade abgeschossen? Nein, oder? Genau, die noch. Oh, da hinten sind auch noch welche. Das ist so ätzend. Und hier haben wir noch diese Blobs. Diese Fettdinger. Ja, genau. Schildickerchen. Das habe ich ja noch nie bei dir gesehen. Cooler Angriff. Alright. Da könnt ihr sehen, die kommen uns jetzt die ganze Zeit hinterher. Wenn ihr Feuer... haben wir gar nicht wirklich, ne? Ja, wir haben die Großen. Ich versuche mal, alle auf einen Fleck zu kriegen. Kommt. Kommt. Da sind noch ganz schön viele. Alle an Ort und Stelle. Ja, fast. Komm. Ihr macht das super, Jungs. Ihr macht das ganz, ganz toll. Nein, das wollte ich nicht drücken. Idiot. Naja. Gut, dann machen wir jetzt. Jesus Lord. Alter, was hat denn hier für eine Range? Ah, wir haben gleich einen Boss. Wir haben gleich Aldrich schon. Eigentlich will ich ungern jetzt hier meine Estus-Flaschen wegen diesen Hirnis aufbrauchen. So, einer noch und dann ist gut. Dann reicht's auch. Ich mag meine, wenn ich die Waffe beidhändig nehme, ich mag die Attacken einfach nicht. Die sind mir zu langsam und dafür machen sie zu wenig Schaden. Alright, lass mich mal kurz gucken. Links, links, dann haben wir oben aufgehoben. Dann geht es hier nochmal links hoch. Da sind ein paar Pfeile, die wir natürlich mitnehmen wollen. Ah, da noch mehr Blobs. Ich krieg's kotzen. Was war hier oben nochmal? Ah, ich hab's gerade vergessen. Ich habe aber auch nichts von oben aufgeschrieben. Das wird seine Gründe haben, weil hier nichts ist, weil man einfach nur einmal rumkommt. Ganz genau, deshalb. Alright. Dann haben wir, wir wollen das Tor da hinten aufmachen, das große. Das ist dann der Shortcut zum Leuchtfeuer. Aber vorsichtig, da ist wieder oben an der Decke, oh nein, oh no, okay. Dann hoffen wir einfach, dass wir nicht sterben. Oh, der Schaden von dem Vieh ist ja gar nicht schlimm. Es ist wirklich dieser Fluch, der so unglaublich gefährlich ist. Oh no, oh no, oh no. Jesus Lord. Wisst ihr was? Ich mach das Tor kurz auf, aber jetzt ist da die Wolke. Du hast super clever mitgedacht, mein etwas zu groß geratener Freund. So, iFrames. Na, wir haben wir wenigstens schon mal den Shortcut, wenn wir das Viech jetzt hier nicht besiegt bekommen. Wovon ich aber ausgehe. Das ist super nervig. Sehr gut. Na gut. Das war's für dich.
Alright, Rubin von Aldridge. Und ich glaube, das war's nicht. Hier haben wir noch nämlich eine Truhe, die super versteckt ist, weil die selber auch sehr dunkel ist. Erste Scherbe. Und dann wollen wir einmal kurz zurück. Weil wir haben doch zu viele Estes Flaschen benutzt. Ist jetzt nervig, dass wir das alles nochmal machen müssen, aber ich mache die Black Knights meistens, weil sonst die treffen euch tatsächlich. Also wenn ihr gleich zum Boss durchrennen solltet, ja, obwohl wir können es mal probieren. Ne, ich möchte auch ein bisschen über Aldridge reden. Deswegen lock ich den wieder runter. Komm runter. Wir playen hier unten. Gut. Also wie gesagt, Aldridge ist etwas tricky. Ich finde, es ist ein doch relativ harter Bossfight, aber nur aus dem Grund, dass die Attacken von Aldridge meistens irgendwie One-Shot sind. Und ich mag so Boss einfach nicht. Wo fast jeder Angriff dich One-Shotten kann. Genau, also seine Nahkampfangriffe sind relativ langsam. Dafür dann halt wirklich, wirklich die hauen ein. Dann teleportiert sich Aldridge immer durch die Arena. Wenn das passiert, wollen wir da nicht unbedingt auch in diesem, das ist wie so ein dunkler Strom, der da sich bildet. Da wollen wir nicht drinnen bleiben. Und wahrscheinlich die gefährlichste Attacke ist sein Pfeilhagel. Den macht er auch meistens, wenn er sich teleportiert. Danach kommt meistens der Pfeilhagel, also damit könnt ihr meistens rechnen. Genau, zweite Phase kommt noch ein bisschen Feuer ins Spiel. Wenn ihr Anris gute Quest gemacht habt, hättet ihr da vorne jetzt ein Zeichen von ihr. Da ist hier Pfeilhagel. Es geht direkt los. Ihr könnt sehen, das ist einfach unglaublich nervig. Diese kleinen Dinger hier. Kurz was trinken. Obwohl das ein Kampf ist, wo man sagt, ja gut, hier möchte ich die eigentlich so schnell wie möglich killen. Würde ich euch aber einfach raten, Ruhe zu bewahren. Hier auch ausweichen. Oh. Und auf ihre Nahkampfangriffe zu warten. Ich denke mal, das ist eine Frau, aber es ist eigentlich ein Mann. Wenn man verschwindet, sehe ich, das ist der Strom, den ich meine. So, jetzt sollte eigentlich langsam Feuer dazukommen. Ja, sehen wir schon. Beilage. Einfach rennen. Rennen. Das ist das Einzige, was uns übrig bleibt. Nein, ich hänge fest. Ihr seht, ich hab Geduld, ich warte. Oh. Und ich, sobald ich an ihr dran bin, versuche ich auch nicht lock zu gehen. Oh, okay. Wieder Pfeilhagel. Heißt, sprinten, Leute. Sprinten. Viel sprinten in diesem Bossfight. Hack, schon, hack. Oh, ich sehe nicht mehr. Das könnte es gewesen sein, ehrlich gesagt. Ja. Also es ist ein bisschen Geduld. Als ich das erste Mal gegen Aldridge gekämpft habe, dachte ich, fuck, der muss sterben. Ich muss schnell sein, weil sonst seine ganzen Magie-Zauber-Bumster direkt die ganze Zeit nur in mein Gesicht kommen. Nein, hab Geduld.
Versucht euch langsam ranzupirschen. Komme ich hier hoch? Da ist noch ein Ring, den wir haben wollen. Sehr schön. Genau, bisschen Geduld haben. Dann sollte der Boss eigentlich liegen. Beim Pfeilhagel wirklich Hacken schlagen. Sobald er ziemlich nah an euch dran ist, laufe ich immer in die entgegengesetzte Richtung und dann hat sich das. Hier auch wieder Dark Souls 1. Die gute Freundin von uns allen. Ring der Sonnenprinzessin. Ja, ich glaube, der heilt euch. Einen kleinen, ganz kleinen Wert die ganze Zeit. Das war knapp. Das wollte ich nicht. Wir sind erst 15 Minuten drin. Aber das Ding ist, da wir jetzt ein komplett neues Gebiet gleich machen. Wir gehen erstmal leveln und dann gucken wir mal. Ich habe zwar schon die Notizen dafür und alles, aber... Ja. Gucken wir mal. Genau, erstmal die Bosswaffe. Da kann man kurz drüber reden. Von Aldrich. Falscher. Alright. Lebensjagdsense finde ich eigentlich irgendwie ganz funky. Hat mir ganz gut gefallen, aber ich habe den nie wirklich oft benutzt. Aber ganz guter Zauber. Finstermond Landbogen, Langbogen, ja, keine Ahnung. Ich habe noch nie wirklich mit einem Bogen gezockt. Magieschaden ist jetzt wahrscheinlich nicht verkehrt, aber wenn, dann würde ich den Zauber hier wählen, aber wir brauchen gar nichts davon. Wirklich gar nichts. Deshalb heißt es wieder snacken. Seele von Aldrich, wie viel gibst du mir? Ja, das ist ja lächerlich. Hätte ich ja mir lieber den Zauber gekauft, tatsächlich. Na gut. Können sehen, wir sind jetzt schon, wir bekommen gar nicht mehr so viel Schaden. Aber ich würde es schon ganz gerne auf 60 hochziehen, muss ich sagen. Ich werde bei Geschick bleiben. Ich werde das Ding durchziehen. Können wir dir noch irgendwie eine Asche geben oder so? Wir können auf jeden Fall jetzt Andre die Kohle geben vom Riesen. Genau, und natürlich Estes Flasche. Da können wir noch gar nichts machen, aber einen haben wir schon mal. Aber ihr könnt jetzt sehen, es ist sogar noch mehr jetzt da, was ihr auswählen könnt. So langsam sieht das doch ganz gut aus. Ich weiß, es ist kacke. Der ist jetzt weg. Ja, der kommt aber wieder. Keine Sorge. Ich weiß, es ist kacke. Wir haben erst 18 Minuten drin. Aber wenn ich jetzt das nächste Gebiet... Das ist so, so unglaublich ätzend. Wir können ja schon mal dahin gehen. Kerker von Irithyll ist wirklich die Hölle auf Erden. Ich würde da ganz gerne draus eine eigene Folge machen. Wenn wir hier anfangen. Mal kurz reingucken, weil es gibt hier bestimmte Gegner, die sind so unglaublich ätzend. Genau die. Sobald die uns nämlich sehen, ich kann es mal einmal zeigen, ist ja egal. Genau, ihr könnt sehen, mein Lebensbalken ist einfach komplett weg. Und solange die uns auch sehen, verschwindet dieser Lebensbalken. Und davon gibt es hier echt viele. Und das ist super ätzend. Ihr müsst die halt relativ schnell umhauen, wenn wir uns jetzt hier hinter der Wand verstecken. Werft ihr natürlich nichts. Dann können wir sie schon mal anvisieren. Oh, du kleine Wichser. So, das kommt jetzt. Gleich kommt es wieder. Aber ihr werdet sehen. Ja, komm. Schon. Ja, da baut sich ganz langsam wieder auf, aber wir haben halt das Leben trotzdem verloren.
Also, das ist halt super ätzend und das würde ich halt alles ganz gerne in eine eigene Folge packen. Und das machen wir auch. Ich würde sagen, wir beenden hier die Folge. Nächste Folge geht's dann hier weiter im Gefängnis von Irrefill, die Irrefill Dungeons. Ich freue mich drauf. Also, Leute.